Michael Köllner mit dem 1. FC Nürnberg gegen Friedhelm Funkel mit Fortuna Düsseldorf. Das Duell der Aufsteiger. Für beide ein absolutes Spiel auf Augenhöhe. Es ist ein Spiel dann ein Stück weit auf Augenhöhe. Wohl eines der wenigen Spiele, in denen das für beide gilt. Die Franken und die Rheinländer im Gleichschritt. 5 Punkte nach 5 Spieltagen. Auch bei der Beurteilung der bisherigen Leistungen herrscht Einigkeit. Zumindest fast. Wir haben jetzt 5-mal in der Bundesliga gespielt und wir haben 5-mal richtig gute Leistungen gebracht. Ja, und das ist das Entscheidende. Dass das Ergebnis dann manchmal nicht stimmt, das ist im Fußball so. Ja, aber wir spielen gut, wir trainieren gut. Fakt ist, wir haben 5 Spiele gespielt. Wir waren 4-mal gut unterwegs in der ersten Liga, im 5. Mal miserabel. Das war am vergangenen Mittwoch. Mit 0:7 ging der Club in Dortmund unter. So erkennt man halt eins an, und das, glaube ich, war im vor der Saison auch klar, dass die erste Liga ein brutaler Wettbewerb ist, dass die erste Bundesliga mit Mannschaften bestückt ist, die eine brutale Qualität haben. Und gestern oder vorgestern haben wir einmal davon erfahren dürfen und aus diesem bitteren Kelch mal trinken dürfen. Ich glaube, dass das eine charakterlich starke Mannschaft nicht umwirft, im Gegenteil, sogar noch einen Tick noch stärker machen wird. Ein Weckruf also vor dem Heimspiel gegen die Fortuna. Dass eine solche Schlappe nicht immer negative Auswirkungen haben muss, weiß auch Kölners Gegenüber aus seiner Erfahrung von über 460 Bundesligaspielen. Ich habe mit Köln mal 8-0 verloren bei Bayern München. Nächstes Spiel haben wir zu Hause 3-0 gewonnen. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Das letzte Spiel ist ein ganz anderes Spiel. Die spielen zu Hause, eine ganz andere Konstellation, gegen uns hier zu spielen. Also die Ergebnisse, die vorher stattgefunden haben, haben überhaupt keine Bedeutung für das nächste Spiel. Auch deshalb ist und bleibt das Duell der Aufsteiger ein Duell auf Augenhöhe.